Hallo bei Phil's Philosophy. Wie kommen wir raus aus dem falschen Leben? Corinne Pelichon's Ethik de la Considération. Corinne Pelichon ist Professorin an der Universität Marne-la-Vallée in der Nähe von Paris und sie arbeitet auf dem Gebiet der klassischen, antiken und neuzeitlichen europäischen Philosophie. Sie hat ein Buch veröffentlicht, 2024 auf Deutsch erschienen und in der Folge 55 hier behandelt, Hoffnung in Zeiten der Klimakrise. Bekannt ist sie aber noch mehr für ihre Ethik der Wertschätzung, der Besinnung und der Rücksicht, wie das Buch auf Deutsch heißt. Daraus sind alle Zitate in dieser Folge. Betrachten wir uns zunächst den Begriff der Consideration. Welche Tugenden sind hier gemeint? Pelichon übernimmt den Begriff der Consideratio aus der Schrift De Considerazione des Bernard von Clairvaux. Das ist ein mittelalterlicher Abt eines Zisterzienserklosters und Theologe. Bernard hat die Schrift als Brief an seinen ehemaligen Schüler verfasst, der jetzt Papst geworden ist. Er solle als Papst nicht weltlicher Macht, Gier und Exzessen oder auch Verbrechen folgen, sondern sich in Demut üben und an sich arbeiten, um Tugenden einzuüben. Pelichon überträgt dies auf eine moderne, säkulare Ethik. Welche Tugenden brauchen wir heute angesichts gesellschaftlicher Ausbeutung, Ungleichheit, angesichts des Überkonsums, der Klimakrise, der massenhaften Tötung und Ausrottung von Tieren? Das fragt sie. Consideration heißt, sich besinnen, anderes berücksichtigen, anerkennen, anderes auch wertschätzen, sich wieder neu um die Welt und um sich selbst sorgen auf nicht egozentrische Weise. Consideration heißt, nach einem neuen Verhältnis zu sich selbst und zur Welt fragen. Das sind die Tugenden, um die es Pelichon geht. Und eine erste Tugend ist die Demut. Und das heißt auch, dass wir Werte anerkennen, die wir nicht selbst gesetzt haben. Demut zunächst ist, so sagt Pelichon, die Anerkennung der Zerbrechlichkeit, der körperlichen Verfasstheit und der Opazität, in der wir uns befinden. Opazität, opak, das kennen wir, soll einfach heißen, nicht transparent. Will sagen, Leben und Welt sind für uns letztlich undurchschaubar. Wir verstehen letztlich nicht alles. Dieses Eingeständnis führt uns zur Tugend der Demut. Es geht um die Erfahrung unserer Grenzen, also all dessen, was sich unserer Herrschaft und unserem Willen entzieht. Werte erkennen, die wir selbst nicht gesetzt haben, ist dann gewissermaßen die Folge dieser demütigen Haltung. In der Wertschätzung hängt der Wert, den ich anderen zuerkenne, nicht von meinem eigenen Blickpunkt oder Standpunkt ab. Jemandem Wert zuerkennen, einem menschlichen Wesen oder auch einem Tier, heißt anzuerkennen, dass es einen eigenen Wert hat, unabhängig von mir, und seine Existenz die Welt auch bereichert, anerkennen, dass der Wert nicht anthropozentrisch ist, sagt Pelichon auch. Jetzt eine zweite Tugend. Hier geht es um die Conditio humana, die menschliche Bedingtheit. Wir betrachten jetzt zunächst mal von außen und in einer dritten Tugend wird es dann von innen die Perspektive sein. Wenn man versteht, dass das Subjekt, sobald es isst, also Nahrung aufnimmt oder den Raum einnimmt, immer schon in Bezug zu den anderen, den früheren, gegenwärtigen und künftigen menschlichen und nichtmenschlichen Wesen steht, dann erfasst man die Condition humaine oder die Conditio humana auf neue Weise. Das Subjekt ist nicht nur durch seine Freiheit, wie wir modern immer denken, sondern auch durch seine Verantwortung definiert und der Körper ist der Ausgangspunkt seines Bezugs zur Welt. Also die Condition humaine wird stark auf den Körper bezogen. Üblicherweise wird Conditio humana so gesehen, dass wir im Gegensatz zum Tier uns sehen, da weiß der Mensch zum Beispiel um seine Sterblichkeit, anders als die Tiere. Er ist handelnd, auf Gemeinschaft ausgerichtet, er ist ein Sohn, Politiker, ein politisches Wesen, ja, das ist alles typisch Mensch. Er muss sich immer irgendwie orientieren und entscheiden. Also da geht es um eine Sonderstellung, aber auch um die Tiefe und Tragik des Menschen. Und diese wird oft in der Kunst, in der Musik, in der
bildende Kunst auch zum Thema, Conditio Humana. Und die Tugend der Rückbesinnung, der Wertschätzung, wie Peluchon meint, erkennt nun ein wenig mehr, nämlich als Körper sind wir auf Menschen, Tiere, Materie angewiesen in vielfältiger Weise. Wir sind verbunden, natürlich besonders mit allem Lebendigen. Und das möchte sie zur Conditio Humana dazu zählen. Das ist ein Blick von außen, der einiges korrigiert. Und von innen heißt das Gleiche nun, unser Selbstverständnis neu zu definieren. Peluchon schreibt, es gibt keine Wertschätzung ohne dieses Verhältnis zu sich selbst, das ein Verhältnis zur Alterität in mir ist, zu meiner Verwundbarkeit. Was heißt jetzt Alterität? Das ist also die Andersheit. Alterität heißt Andersheit. In mir selbst wohnt ein anderer, ein andere. Ich selbst bin auch eine andere, denn ich bin meiner selbst nicht vollmächtig. Zum Beispiel bin ich allem ausgeliefert, ja, schon als Körper. Zugleich bin ich sterblich und mein Körper stirbt gewissermaßen aus sich selbst heraus. Zum Beispiel entarten Zellen zu Krebszellen. Diese monströse Eigenschaft ist in mir oder ich bin diese monströse Eigenschaft. Das heißt, ich bin auch eine Art Alterität, eine Andersheit. Und diese Andersheit in mir selbst ist eigentlich auch meine Sterblichkeit, meine Verwundbarkeit. Die gilt es anzuerkennen. Das ist der Blick von innen auf diese veränderte Conditio Humana. Es geht um die Erfahrung der Passivität, sagt Peluchon, die Erfahrung eines Nicht-Könnens im Herzen unserer üblichen Macht. Also wir können alles Mögliche machen. Ist also in dieser Verfügungsgewalt, wir können alles Mögliche entscheiden und einfach tun. Da wohnt gewissermaßen im Herzen ein Nicht-Können. Und das ist eine Erfahrung, die uns enteignet, das heißt, die uns etwas wegnimmt, aber auf den anderen hin, auf den anderen Menschen, auf das andere Lebewesen hin öffnet. Enteignet, ich werde mir selbst weggenommen, verliere mein Selbstbild. Man könnte sagen, es wird ein wenig demütiger, aber das öffnet mich auch für die anderen Lebewesen. Ich beziehe sie stärker in meine Definition ein. Das ist ein Blick von innen, ein neues Selbstverständnis. Wir sind unser Selbst nicht ständig mächtig, werden gleichsam ausgemacht durch Unverfügbares, also Dinge, die uns widerfahren, geschehen oder eben auch aus uns selbst herauswachsen. Und das verbindet uns mit den anderen Lebewesen. Eine vierte Tugend, auch sehr interessant, da sagt Peluchon, wir sollen uns für das Nichtsprachliche öffnen, das uns alle verbindet. Also offensichtlich gibt es eine Schicht, die in der üblichen Definition des Menschen nicht genug beachtet wird. Sie schreibt, wenn wir unser Fühlen in einer pathischen, das heißt einer leidenden oder widerfahrenden, an die archaischen Schichten unserer Psyche gebundenen Dimension erkunden. Also unser eigenes Fühlen gewissermaßen ganz tief erkunden, wo es ins Archaische, vielleicht auch in das Gebiet hinabreicht, wo Tier und Mensch irgendwie noch zusammen sind, dann haben wir Zugang zu etwas, das diesseits der Sprache liegt und wir fühlen, dass wir mit den anderen menschlichen oder nichtmenschlichen Lebewesen etwas gemeinsam haben. Das rät sie uns also, in diese Tiefe hinabzusteigen. Die Tugend besteht hier darin, soll ja eine vierte Tugend sein, sich bewusst immer wieder aus der Welt des Sprachlichen und aus dem kognitiven Verhältnis zur Welt hinauszubegeben und uns zu öffnen für das Vorsprachliche, also das Vorkognitive auch, weil hier ein ganz eigenes Gefühl der Verbundenheit möglich ist. Das kennen wir auch alle aus dem Zusammenleben mit Menschen oder eben auch mit Tieren. Kommen wir zur Take-Home-Message. Was könnte uns Corinne Peluchon vielleicht raten? Wie kommen wir raus aus diesem falschen Leben, das uns nicht satt macht und das die Natur auch gefährdet? Wenn ihr auch das Gefühl habt, oder wenn ihr auch das Gefühl habt, dass unsere Zivilisation gerade nicht auf einem guten Weg ist, dann wäre eine Möglichkeit, natürlich gibt es auch noch viele andere Möglichkeiten, zum Beispiel technische, eine Möglichkeit darauf zu reagieren, auf dieses Unwohlsein, wäre folgende Frage, nämlich, welche Tugenden fehlen eigentlich unserer Welt? Welche Tugenden brauchen wir, um rauszukommen aus dem falschen Leben, also das Leben auf Kosten anderer, Ungleichheit, weltweite Ungleichheit und Ungerechtigkeit, Überkonsum als Sucht und Entfremdung etc. Das wäre also die Frage nach den Tugenden, eine Möglichkeit, auf dieses Gefühl zu reagieren. Versucht mal, Tugenden einzuüben, wie zum Beispiel Demut, Wertschätzung, Rücksicht auf spätere Generationen etc. Und beobachtet euch selbst dabei, was daran fühlt sich schwach an,
Und was daran fühlt sich stark an, wenn man diese Tugenden praktiziert? Schwach, nämlich weil ihr etwas von eurer Selbstbestimmung und Freiheit aufgebt. Und das ist für unser modernes, freies Subjekt ungewohnt, ganz klar. Und das empfinden wir als unangenehm und als Schwäche. Aber andererseits auch stark, weil euch die Verbundenheit mit allem Leben irgendwie auch trägt. Selbst wenn diese Verbundenheit gerade in unserer aller Verwundbarkeit besteht. Wie kommen wir raus aus dem falschen Leben? Ich habe euch versucht, Corinne Pelichons Buch Edikt der Wertschätzung nahezubringen. Bis zum nächsten Mal bei Phil's Philosophy.